Hi-ho, Christian Decker von der WTSH Kiel, den ich auch schon mal interviewt hatte, der war so freundlich und hat seinen Kollegen Herrn Wang Chen in China interviewt. Herr Wang ist dort Chief Digital Officer sozusagen bei der WTSH Hangzhou und er hat uns auch letztes Jahr bei der Innovation Tour begleitet, hat auch einige Firmen auserwählt, die wir besuchen konnten. Und hier sind seine Antworten auf einige Fragen aus unserem Fragenkatalog. Viel Spaß, bis dahin, bye bye, ciao. Alles klar, dann starten wir mal. Also, Wang Xin, vielen Dank. Zunächst möchte ich, oder wäre es ganz nett, wenn du dich als Person kurz vorstellst und auch noch einige Worte zu deinem Job sagst. Ja, gerne. Guten Tag. Mein Name ist Wang Xin. Bin ich aus Diplom-Ingenieur von der Fachschule im Bereich Informationstechnik studiert. Momentan bin ich also stellvertretender Büroleiter bei der WTSH in Hangzhou. Seit 10 Jahren betreue ich zusammen mit meiner Kollegin in Kiel die Firma aus Schleswig-Holstein bzw. Norddeutschland, um das Projekt in China zu machen bzw. die Firmen zu begleiten. Nicht nur mit der chinesischen Firma, sondern auch mit der chinesischen Regierung. Seit 3 Jahren bin ich auch für Digitalwirtschaft zuständig. Vielen Dank. Weshalb findet die digitale Entwicklung in China mit viel höherer Dynamik und Innovationskraft statt als zum Beispiel Europa? Wie siehst du das? Also zu diesem Thema bin ich der Meinung, dass es in China relativ schnelle Übergänge vom PC nach Mobil aus schneller, mit Daten, schnelle Datenverbindung aus es in Europa gehabt hat. Besonders für junge Chinesen auf die Küste-Area in China, zum Beispiel im Bereich E-Commerce und auch Lifestyle-Apps. Dadurch gibt es sehr viele Möglichkeiten und auch Chancen, wo man mit neuer Datentechnik und auch Digitaltechnik anwenden und optimieren kann. Also daher kommt die höhere Dynamik. Super. Wenn der Alltag dermaßen durch digitale Kanäle abgewickelt wird, muss ja jeder Bürger ein Smartphone haben. Wie meistern Bürger das, die sich kein Smartphone leisten können oder digitale Verweigerer? Wie meistern die den Alltag? Also um ganz ehrlich zu sein, also nach neuer Statistik, die Abdeckung von Smartphones in China liegt sich im 2018 bei ca. 70%. Also die Chinesen könnten schon sich ein Smartphone bzw. mit Android-Smartphone leisten, zum Beispiel von Huawei oder von Xiaomi, zum Beispiel bis 1000 RMB und so weiter. Und die Non-Smartphone-Bürger werden mit der Zeit immer weniger und weniger. Und außerdem, solcher Bürger hat auch Familienmitglied. Die Mitglieder haben ja auch Smartphone oder sind mit Smartphone unterwegs und die lernen und tauschen sich aus. Und außerdem haben viele Chinesen auch zu Hause sogenannte Smart TV, damit man auch sehr gerne haben in China. Ja, vielen Dank. Wie hat sich das Verhältnis von Alt und Jung in Bezug auf die Digitalisierung verändert? Also auf die Digitalisierung in Bezug auf die Digitalisierung wurde sehr viel geändert, zum Beispiel Thema Shoppen, Reisen, Zahlen und auch Kommunikationsmittel. Und dadurch wird auch von der Ausbildung und Arbeit schon ein großer Unterschied oder große verändert. Zum Beispiel bei der Uni wird sehr viele Kurse angeboten, zum Beispiel auch je nach digital orientiert. Und auch die Übungen werden auch mit Digitaltechnik sowie teilweise digitalisiert. Welches Verhältnis besteht zwischen Arbeit und Freizeit? Welche Bedeutung kommt der Work-Life-Balance zu, die beispielsweise vielen Europäern auch wichtig ist? Also, die Chinesen arbeiten generell sehr fleißig. Arbeit und Freizeit sind für uns oder für Chinesen auch beide wichtig. Man sollte das beste Verhältnis für sich finden. Zum Beispiel für junge Leute, die mit oder ohne Familie oder mit oder ohne Kinder, werden schon bei diesem Stelle Unterschied. Also auf die Arbeit und Freizeit. Zum Beispiel Unterschied je nach Branche macht da auch Unterschied zwischen Freizeit und Arbeit. Generell sind beide wichtig für Chinesen. Super, vielen Dank. Wird die Zukunft der Arbeit und der Einfluss der Automatisierung auch in China diskutiert und falls ja, von wem? Also ja, das Thema Automation oder Automatisierung wird in China auch sehr viel diskutiert.
gerade auch und meistens von der Uni und Berufshochschule. Auch von der chinesischen Regierung werden sehr viele diskutiert. Fabrikmanager oder Human Resource werden auch das Thema diskutieren. Vielen Dank. Wie werden chinesische Fachkräfte auf die Dynamik der digitalen Welt bzw. der digitalen Arbeit vorbereitet? Also zum Beispiel Veränderung der Bildung und Praxiskurse durch Anpassung und durch Anpassung der Digitalisierung mit Arbeitsmarkt. Das machen wir auch in China sehr viel gerade. Kannst du etwas über das chinesische Schulsystem erzählen, uns erklären, wie es aufgebaut ist? Ja, gerne. Also Kinder ab 6 oder 7 gehen zur Grundschule für 6 Jahre, danach zur Mittelschule für 3 Jahre und auch Gymnasium für 3 Jahre. Und erst dann macht die Chinesen, die junge Chinesen, die Nationalprüfung, heißt Gaokao. Das ist etwas Ähnliches wie deutsche Abitur. Und erst danach entscheidet man, ob man weiter zur Uni, also aus Bachelor oder Master und so weiter, oder aus Berufsschule oder gehen die zur Berufsschule und Ausbildung. Das ist ungefähr das chinesische Schulsystem. Gibt es in den chinesischen Schulen ebenfalls Digitalisierungsbestrebungen? Ja, also die Digitalisierung zum Beispiel auf Vorlesungen, auf Kurse, Übungen, sowie WeChat Group zum Beispiel zwischen Hochschulen oder Lehre und die Erden. Ja, das gibt schon sehr viel. Wie werden digitale Medien in der Weiterbildung eingesetzt in China? Zu diesem Thema zum Beispiel bei der Weiterbildung, wir haben in China auch unsere MOOCs. Sehr bekannt wurde von der Firma NetEase Group angeboten. Diese Firma haben wir auch letztes Jahr zusammen besucht. Natürlich gibt es auch andere Gesellschaften, die da tätig sind. Und die bieten kostenfreie und kostenpflicht Online-Kurse, je nach Fachrichtung und Branche. Zum Beispiel von Unis, von Professoren und von Fachkräften. Wie sieht die Ausbildung von Kreativen aus, die Dinge erfinden, sich transformativ sind bzw. sich weiterentwickeln? Dieses Thema wird besonders bei der Uni und auch Startups in China sehr viel geredet und diskutiert. Zum Beispiel zum Thema Design Thinking, Innovationsmanagement und so weiter. Da gibt es auch Erfahrungsaustausch, Startup-Konferenz und auch Contest durch die Uni und auch Organisationen. Zum Beispiel Dinge zu erfinden, zu verbessern, sowie neues Geschäftsmodell aufzubauen. Ja. Das war's. Ja, vielen Dank. Was gut ist, ist der Klingelton im Hintergrund. Ne? Ich weiß nicht genau, Telefon, woher das kommt. Nee, nicht mein Telefon. Das ist mega laut irgendwie, aber egal. Also das war in der letzten Frage. Ansonsten, glaube ich, war das alles okay. Das war mehr als okay. Vielen Dank euch beiden für dieses interessante, kurze und kurzweilige Interview. Schöne Grüße nach Hangzhou, schöne Grüße nach Kiel. Bis dahin, bye bye. Ciao.